Der Tonboden besteht ja aus, ich kann ihn glaube ich ohne Mikro hören, oder? Ja. Danke. Der Tonboden besteht ja im Wald nicht aus kleinen Kugeln, die kleinen 0,02 mm sind. Das lernen wir zwar so in der Schule, wie meine HTL-Schüler da hinten, aber das stimmt eigentlich nicht. Sondern der Boden besteht aus lauter unförmigen Plättchen, die irgendwie angeordnet sind. Und jetzt gibt es gewisse Tonminerale, die haben diese unangenehme Eigenschaft, wenn sie jetzt einen steilen Hang haben und das Ganze kommt in Bewegung, dann fangen diese Tonminerale an, sie in eine angenehmere Lage zu versetzen, nämlich sie richten sie alle parallel zueinander ein. Und jetzt gibt es Böden, die haben zuerst einen Reibungswinkel von 22 Grad, jetzt fängt es zum Bewegen an und der Restscherwinkel, der Reibungswinkel, der jetzt noch da ist, ist 4 Grad. Das heißt, das kannst du gar nicht büschen, dass das steht. Ja? Nur das Problem ist, das siehst du nicht. Nur vom Hingreifen sie. Und darum muss man da bodenmechanische Laborversuche machen. Wie zum Beispiel das Kreisringschergerät, was Sie ein paar Folien vorher mal gesehen haben. Mit dem kann man sowas prüfen. Ja, aber was ist jetzt das Problem? Auch in der Geotechnik sind sie ebenso diesem Preisdruck ausgesetzt. Vom Richter können sie nicht sagen, ja, wissen Sie, das hätte mir ja der Kunde nicht gezahlt, wenn ich die Versuche angeboten hätte. Und jetzt sagt er, ja, sind Sie deppert, ja, dann dürfen Sie es ja nicht machen. Ja. Und die, aber in der Realität ist es so. Ja. Das heißt, auch da ist ja ein Preiskampf. Und was ist? Da kommt einer und sagt, der macht da zwei Schiffe. Kostet 600 Euro statt 10.000 Euro. Ja, jetzt wird das Ganze ein wenig heikel. Aber was muss man bedenken? Es gehört Erfahrung dazu. Und das Schöne ist, umso länger das arbeiten, umso mehr haben Sie ja mit Leuten zu tun, die Sie dann für Ihr Fachwissen schätzen. Auf das komme ich dann nachher. Und die machen das, was Sie sagen. Und das ist dann auch ein schönes Gefühl, wenn du merkst, die Leute vertrauen da, weil solche Sachen wie da, schauen Sie her, was ist da passiert? Wie ich hingekommen bin, hat es so ausgeschaut. Was hat man da gemacht? Was Sie übrigens da nicht sehen, da fährt die ÖBB. Ist auch nicht super. Ne? Wenn die nämlich mitkriegen, dass der Hang unterhalb rutscht, dann wird es ziemlich ungemütlich. Es war ein Geologe vor Ort, der hat gesagt, haut da einfach ein Steinmauer hin. Schauen Sie mal auf die Steinmauer, was da im Fluss sind. So ein Haufen. Der Haufen führt da oben. Geländebruch. Die ganze Böschung samt der Steinmauer hat sich da verschüsst. Das können sie alles wegkramen. Das steht nämlich nicht mehr. Das heißt, das kannst du nur mal lösen mit Spezialtiefbau. Mit Anker, Spritzbeton und so weiter. Schauen Sie denn das an, was ist da passiert? Das schaut nicht optimal aus. Ich glaube, das. Ja. Was sehen wir da? Alles ist nass, der Boden, und dann ist da so ein kleiner Hang. Es gibt viele Anzeichen, wo Sie vorher schon bemerken, als Ingenieur, da muss ich vorsichtig sein. Ja, auf die komme ich jetzt ein bisschen zu sprechen. Da sehe ich natürlich, das ist alles völlig unterdimensioniert. Da können Sie keinen mehr einschicken in die Baugruppen. Spundwände an sich, da kommt man jetzt stundenlang reden. Ist gar nicht so super. Hat viele Effekte, die gefährlich sind, was jetzt Schäden an Nachbargebäuden betrifft. Sie rammen es rein, Vibrationen, Erschütterungen. Sie ziehen es aus, Vibrationen, Erschütterungen. Dann ist da ein Hohlraum, der geht nach. Alles nicht so super. Ne? Das ist toll. Schauen Sie mal, schauen Sie nach den Typen an, mit dem weißen T-Shirt und dem. Wissen Sie, was das ist? Der sogenannte Schneeschuh-Effekt. Das heißt, wenn Sie, oder das ist ja nicht gut, aber wer so auf die Baustelle fährt, durch diese Geogitter, das ist halt bewährte Erdekonstruktionen. Wenn Sie schauen auf der Autobahn, sind es oft so ganz steile, grüne Wälle. Mit diesen Dingen, durch diese Kunststoffgitter, wir Bewährungsmatten aus Kunststoff, die mobilisieren halt bei Kontakt Zugfestigkeit. Und jetzt können Sie auf einem schlechten Boden, da können Sie sonst fast nicht bauen, außer Sie dann über Kopf Tonnen von riesen Felsen einladen. Das hat man früher so gemacht, heute nicht mehr leistbar. Das heißt, auch da sind sehr viele Dinge in Entwicklung, oder jetzt eigentlich schon Stand der Technik, mit denen man schwierige Fälle halt viel besser lösen kann als früher. Interessant ist aber, dass die Schadensfälle trotzdem immer mehr werden, weil man immer mehr Zeitdruck haben. Das werden Sie merken in der Arbeit. Wir Geotechniker kriegen Anrufe, wir hätten eigentlich schon vor einer Woche fertig sein sollen. Und jetzt ist mal draufgekommen, da sind nicht lauter Häuser rundherum, die unterfangen können. Wir sollen nicht schnell einbohren, aber nächste Woche müssen wir alles wissen. Das ist nicht angenehm. Aber das Spiel muss leider mitspielen, weil ihr Geld müssen wir auch verdienen. Das ist auch nicht so optimal, wenn Sie schauen. Da sehen Sie zum Beispiel schön, wie dieser ganze Hang da kriegt. Und der Wasserspiegel von da, der findet sich ungefähr in der Baugruppe wieder. Ja. Da sollte man vorher einbohren. Ja. Aber das will man oft nicht. Wenn man sagt, das interessiert uns nicht. Wir müssen eh schon den Boden chemisch analysieren für die Deponieverordnung. Das kostet eh schon einen Haufen Geld. Den Kass interessiert uns nicht. Da haben wir schon genug Baustellen gemacht in der Nähe. Ja, und jetzt treffen wir uns da draußen. Ja, der Bauherr hat keine Freude. Ja. Wer zahlt denn das jetzt? Was tun wir denn da? Ja, das ist so das tägliche Geschäft. Anwälte, ja, immer mehr im Spiel. Ich sage heute schon meine HTL-Schüler, studiert entweder Bauingenieurwesen, weil das ist eine solide, tolle Ausbildung. Oder Kulturtechnik. Oder Jus. Ja.
Das zum Beispiel ist auch so ein schönes Zeichen. Schauen Sie sich das an. Eine fließende Landschaft. Da war ich sehr vorsichtig, was ich dort mache. Ja. Schauen Sie mal, die Panda, die schaut aus, als wenn die so in den Wellengang mitgegangen. Ja. Wenn Sie sowas sehen, welliges Gelände, Säbelwuchsbäume, die runterrutschen und wieder zur Sonne aufgewachsen, passen Sie auf, da riert sich alles. Und Sie, wenn Sie da jetzt was einbauen, denken Sie an die Ölnorm. 50 Jahre, es will so ein Bau, so ein Haus da drinnen stehen. Ja, wenn es alles kriegt, wird der irgendwann einmal anrufen und sagen, wir haben jetzt das eine kleine Vermessung gemacht, mein Haus steht einen halben Meter auf dem Nachbargrund. Das sind Fälle, die passieren. In Vorarlberg gibt es solche Fälle. Da gibt es sogar Judikaturen. Wem gehört denn dann das Haus? Ja. Ja, das ist auch so ein klassischer Fall. Eine Bohrpfahlwand mit Ankern. Schnittgrößen dazu, die Dinge bemessen. Das Thema ist halt immer genau, wie genau analysierst du den Boden, wie genau wissen wir, wie die Festigkeitsparameter vom Boden sind. Jetzt muss ich mal ein bisschen beeilen. Ich bin eigentlich schon mit der Zeit, aber ich muss jetzt leider noch ein bisschen was erzählen, bitte. Das war die heikelste Baustelle, was ich jemals gehabt habe, dass Sie sehen, wie spannend Geotechnik sein kann. Es war am 3. Juni 2013, da war das große Hochwasser. Ich bin gerade mit meiner Frau einkaufen beim Interspar, war voll entspannt, ruft mir jemand an, da war es 7 Uhr am Abend oder so, und sagt, Herr Zassinger, wir hatten ein kleines Problem beim Hochwasser, da konnten Sie vorbeischauen? Sag ich, ja, kein Problem, morgen komme ich. Nein, jetzt, weil wir glauben, der Damm bricht. Dann bin ich dort hingefahren. Und dann, ja, hast du gesehen, das war dann, das ist dann nachher, es hat keiner gewusst, dass was besteht, dieser Damm, was man da sieht. Es sind da schon so Sandsee gelegen und so weiter, aber was ist da los? Das Problem war dann das, ich war dort, dann hat man so Sandsee hingelegt und dann habe ich mir gedacht, ja okay, dann Querschnitt aber vergessen, das wird man schon in den Griff kriegen. Um 4 Uhr in der Früh ruft mir die Bürgermeisterin an und sagt, jetzt hast du das Wasser ist nur 1 Meter gestiegen, entgegen der Prognosen. Wir müssen jetzt festlegen, müssen wir die ganzen Häuser da alle evakuieren, kommen sofort her. Habe ich mir seit langem rote Marlboro gekauft, ich rauche sonst eigentlich nicht. Und das Problem war, da hat das Wasser dann schon aus dem Damm rausgespritzt. Ja. Das heißt, da musst du wirklich auf Zack sein. Ja. Fließ auflegen, Vorlandschüttungen, Dammquerschnitt vergessen, es hat funktioniert. Aber das sind, wir haben dann sogar, die Feuerwehrleute haben gesagt, wir sorgen dafür, dass ihr Büro den ganzen Damm sanieren darf. Ja, sanieren kann ich nicht, aber das Projekt dazu haben wir gemacht. Das war dann auch noch relativ kompliziert, aber das sind Geschichten, die vergisst halt nie. Ja. Und was mir in Erinnerung geblieben ist, war ein Reporter vom Radio Oberösterreich, der steht so dort, wer ist denn der Zassinger? Da sage ich, ja ich bin ja mit der Feuerwehr da herumgerannt, ein Interview. Sag ich habe jetzt keine Zeit, ja. In 10 Minuten von mir aus. Und dann Viertelstunde später oder was komme ich? Eigentlich haben wir 10 Minuten gesagt. Spinnt der? ja, dann fuhren wir dann rein und dann stellt man mal fest, und was war der dann? Ein Schotterhaufen. Lauter Donnerschotter, wo das Wasser gerade durchrinnt. Es hat sogar ein Gutachten gegeben, dass das alles passt mit der Sickerlinie, das war aber falsch berechnet. Der Gutachter war aber nicht mehr am Leben, sonst hätte man den wahrscheinlich dort zitiert. Sanierung vom Damm, 1 Million Euro. Das ist dann nicht mehr nur eine Beeinträchtigung der Gebrauchstauglichkeit, sondern da sollte man keine Messen mehr drinnen abhalten. Ja, das ist vielleicht auch noch, wenn Sie auf dem Weg zu einer Baustelle sind und die Straßen schauen schon so aus, dann sind Sie auch sensibilisiert. Dann wissen Sie, wenn Sie bei einer Baufirma oder in einem Planungsbüro sind, das sollte sich ein Geotechniker anschauen. Der hofft ja auch für das, was er tut. Ja? Nicht, dass Sie sich da selber irgendwo verkühlen. Was auch gerade im Siedlungswasserbau oft ist, wenn die Leute anrufen, mal wissen Sie, jetzt bin ich zur Baustelle gefahren und das Klärbecken schwimmt auf einmal so komisch aus. Auftriebsversagen, habe ich auch schon mal erlebt. Ja, jetzt noch abschließend, ich bin leider eh schon über der Zeit, sorry bitte, aber ich habe ein paar, nicht weil ich so super bin, ja, aber ich habe ein paar Dinge gelernt und die würde ich Ihnen gerne mitgeben, vielleicht hilft es Ihnen was. Ja. Und zwar eine Geschichte ist, versuchen Sie immer in Ihrem Bereich gut zu sein. Das heißt, lesen Sie Bücher zu diesen Themen, mit denen Sie sich beschäftigen. Schauen Sie, dass Sie Seminare besuchen, weil umso besser Sie sind, umso mehr macht Ihnen der Job Spaß, weil Sie umso gefragter sind. Ja. Also das ist alles, einfach immer Wissen ist einfach ein Vorsprung. Und schauen Sie, dass Sie sich auf ein Thema spezialisieren. Wie Sie zuerst gesehen haben bei mir, da war ich Geschäftsführer bei einer Baufirma, beim Generalplanungsbüro, alles super, aber nichts hat gescheit funktioniert in Wald, wenn ich ehrlich bin. Und mein Geotechnikbüro habe ich auch noch gehabt. Machen Sie eine Geschichte und schauen Sie, dass Sie da sehr gut sind und dann sind Sie erfolgreich. Das würde ich einfach so beherzen. Und ja, da steht es eh nochmal, machen Sie nicht zu viel auf einmal, weil dann machen Sie nichts Gescheites. Das wiederhole ich mich nur einmal, aber das war so das, was ich gelernt habe und
was wirklich aus meiner Sicht funktioniert. Zum Abschluss habe ich noch ein schönes Comic. Das Binnen gebe ich eh. Und da sehen Sie, dass ein Rechtsschirrwinkel von 5 Grad. Ja. Und ja, man kann das dann auch wieder sanieren. Man kann das sichern. Ja, ich bin jetzt sehr drüber. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin für Fragen gern für Sie da. Dankeschön. Ja, dann herzlichen Dank einmal für den Vortrag, Herr Zausinger. Also wir haben noch ein paar Minuten, ganz kurz noch Zeit für Fragen, die noch offen geblieben sind. Gleichzeitig war es auch jetzt ein Sprachkurs in oberösterreichischer Mundart, glaube ich. Gibt es noch Fragen an den Herrn Zausinger? Bitte. Okay, naja, das ist natürlich ein gewisses Risiko, da gebe ich Ihnen recht. Wenn Sie sich auf den falschen Bereich spezialisieren, für das kein Markt da ist, dann ist das natürlich, da ist es vielleicht immer gut, wenn man gute Lehrmeister auch hat, die einen da beraten und mit denen man sich austauscht. Das ist vielleicht auch so ein Tipp. Ich habe immer geschaut, dass ich auch im Berufsleben ein paar väterliche Freunde habe, die halt viel erfolgreicher sind als ich und viel länger im Geschäft sind und die es auch gut mit einem meinen. Und solche Leute geben da den richtigen Tipps, wo du selber wieder inspiriert wirst und die dann auch nur mehr in den Bereich hineinsteigerst. Ich hätte eine Frage zum Studiendauer. Sie haben neben Ihrem Studium, ja. Hat Sie die Länge Ihres Studiums ausgewählt? Im Gegenteil, ich war früher fertig wie alle meine Freunde. Warum? Weil mein Chef gesagt hat, tu weiter! Es war nämlich so, dass mein Vorgänger, ich war ja dann dort Abteilungsleiter für Geotechnik und wie ich dort angefangen habe, hat es schon geheißen, der geht weg. Und jetzt haben die geschaut, dass ich schnell den ersetzen kann. Das war eh viel zu bald, wenn ich ehrlich bin. Ich war dann ein bisschen überfordert momentan, aber das gehört auch dazu. Aber die hat mir eher einen Druck gemacht und ich war dann auch schneller mit dem Studium fertig. Also das war nicht so, aber es gibt, ich kenne auch andere Leute, denen fehlt noch eine Prüfung und die dann 30 Jahre finden es da nie wieder eine. Ja. Das wird dann schauen auch. Also ich würde schauen, dass man das fertig macht. Ja? Würden Sie sagen, es ist empfehlenswert, die Baumeisterprüfung zu machen als Kulturtechniker? Naja, das kommt darauf an, was Sie machen wollen. Natürlich darf man es nicht vergessen, ich selber auch, ich habe das Baumeistergewerbe und das Ingenieurbüro für Kulturtechnik angemeldet. Warum das Baumeistergewerbe? Sie dürfen alles. Das heißt, Sie haben da eigentlich, es kann keiner sagen, naja, das Haussinger macht da jetzt da so Grundpostatik und so Sachen. Darf er das überhaupt? Bei Baumeister hast du da quasi alle Freiheiten. Du darfst alles planen, alles ausführen sogar. Also, das Gewerbe ist gut. Ja? Bei der Spezialisierung würde ich jetzt auch mal. Bitte, ja. Also, ich finde, die Universität die bietet so viele Möglichkeiten, in andere Fachgebiete reinzuschauen, Stichwort Multidisziplinarität. Ja. Und Arbeit spielt ja eh mit allen anderen zusammen. Ist dann in Geschichte, wenn man jetzt. Naja, bei der Ausbildung lernen sie von allem was. Das ist ja auch gut so. Das heißt, sie kriegen eh Einblicke, was ihre Partner, ihre Beruflichen machen. Zum Beispiel das Büro Plattfisch, mit dem wir auch zum Tun. Ja? Ich kenne mich dort nicht, überhaupt nicht gut aus, aber gehört habe ich das alles auch mal in Lunz am See zum Beispiel bei diesen tollen Seminaren. Aber sie selber müssen sich dann noch auf irgendwas festlegen, wenn sie dann in der Arbeit sind. Ja? Dann alles ein bisschen, ist nichts gescheit. Außer sie sind ein Galileo, ja, und wissen alles. Aber das geht halt fast nicht mehr. Ja. Ja, okay, dann danke soweit.